Okay, 3, 2, 1 und Zündung! Schau mal, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, so der liebe Special! Yo Leute, ich bin auch dabei! Und wir zeigen euch heute einen kleinen, aber feinen Trick, den ihr auch ganz gut nutzen könnt. Das Ding ist jetzt schon über einer Woche raus und man sagt ja, wenn so eine Sache schon seit über einer Woche bekannt ist, dann scheint es wohl richtig zu sein, dass es in-game ist. Ich hoffe mal, dass wir dafür keinen Ärger bekommen. Ich denke mal, das ist safe. Wir zeigen euch heute, wie ihr über die komplette Map fliegen könnt, im Public, ja, ohne irgendwelche seltsamen Clients zu installieren und so weiter und so fort, mit ganz einfachen gegebenen Mitteln. Wir gehen dafür erstmal ganz kurz hier vorne nach Pleasant Park in den Creative-Modus, meine Freunde, und versuchen das erstmal so aus. Und zwar müssen wir erstmal schauen, dass wir hier Baller finden, meine Freunde. Die Baller, ja, eines der beliebtesten Sachen überhaupt, so dass wir hier Baller haben. Tobi, warum gibt's die hier nicht? Also, Tobi, wie kriegen wir denn jetzt wieso hier? Wieso gibt's die nicht? Was ist denn jetzt hier? Gibt's die gar also, nicht hier in dem Mode? Gibt's hier gar keine spawnen? Fahrzeuge? Vielleicht? Hast du kein Creative? Nee, aber wir müssen jetzt irgendwie in den Creative hier Fahrzeuge bekommen. Wieso redest du so langsam? Tobi, weil ich gerade am überlegen bin, wie wir das am besten machen. Hier gibt's echt gar keine. Wenn du auf nee, es gibt gehst, gar keine Fahrzeuge. Nicht machen, ne? Nee, ich kann hier gar nichts machen. Ich kann hier weder noch irgendwas, den du bauen kannst, und ich kann hier leider nicht bauen. Also ich kann hier ganz normal Sachen abbauen, aber Fahrzeuge sind hier nicht drin. Das ist ein bisschen schade, denn wir brauchen jetzt unbedingt diese Baller, Leute. Ja, meine Freunde, eigentlich wollten wir euch im Creative-Modus gezeigt haben. Leider Gottes gibt es aber hier im Creative-Modus, beziehungsweise in diesen Creative-Modus Teleports direkt auf die Main-Map. Keine Baller und keine Fahrzeuge wahrscheinlich, um genau diesen Dingen vorzubeugen. Deshalb müssen wir es jetzt leider Gottes direkt in einem Public-Game versuchen. Ich würde sagen, Tobi, müssen wir halt dann durch. Ne? Also ich würde wir sagen, ab, das, geht sag zurück ins Zentrum, meine Freunde. Und dann schauen wir direkt mal, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in einem wunderschönen Duo bei Pleasant Park wieder und dann wird geflogen. Aber sowas von. Der Plan ist folgender, Tobi. Ich möchte jetzt schauen, ob wir es tatsächlich schaffen, eine Runde lang, also quasi fast nur zu fliegen. Weißt du, was ich meine? Das wird wahrscheinlich ja, nicht möglich sein, denn es gibt jetzt neuerdings Death Barriers oben im Himmel. Das heißt, wenn man quasi die... Oh, Tobi, lass mal hier den Turm abbauen. Das habe ich noch nie geschafft in der Lobby. Yippie. Und ja, wir haben es geschafft. Also, der Plan dahinter ist zwar folgender, meine Freunde. Es gibt hier diese wunderschönen fliegenden Inseln hier, diese seltsamen von Apex inspiriert. Ist ja auch egal. Schiffe. Es gibt diese Flugschiffe, meine Freunde. So. Und diese Flugschiffe haben wir diesen Airstream. Und man kann sich mit dem Grappler in diesem Airstream immer weiter hoch und runter grappeln. Das haben auch schon ein paar Pros tatsächlich im World Cup gemacht. Das Ding ist, wie gesagt, bekannt von Epic Games. Ich wüsste nicht, dass es verboten sein sollte. Wenn man dann noch Redeploy hat, meine Freunde, dann hat man richtig reingelackt. Und man kann tatsächlich komplett bis über die Map fliegen. Auch ohne Redeploy geht's, da muss man halt im Baller drin bleiben. Gucken wir mal ganz kurz hier, ob wir hier Baller haben. Da sind genau zwei Stück, Tobi. Oh, also ich würde hier trotzdem noch ein paar Waffen holen, tatsächlich. Ach, einfach ja, nur nee, der Sicherheitshalber, weil wir spielen ja hier gegen andere Spieler, sodass wir... Hast du gar keine? Nee. Warte, dann gehe ich kurz hier hoch. Hier war nämlich noch eine Kiste. Warte. Ja, du kleiner Gauner. Yep. Und hier haben wir für dich noch eine Sniper. Gut, Tobi, du hast gar keine Waffe. Also, ja, okay, ja, ich würde sagen, auf geht's Saga in den Baller. Und dann, Maga, gehen wir direkt mal hier rüber, ja? Gehen wir direkt mal rüber zur Airstream-Insel. Ich hoffe mal, dass jetzt keine Gegner da sind, Leute. Ich denke mal, das wird jetzt mehrere Versuche dauern. Aber ich bin da relativ guter Dinge. Wie gesagt, das Ding ist ja tatsächlich sowieso ein bisschen seltsam mit den Ballern. Ja, man kann ja auch mit den Ballern tatsächlich hier in diese komischen Airstreams, die seitwärts gehen, also in diesen komischen Tunnel reingehen. Oh, finde ich auch ein bisschen weird, überhaupt da reinzukommen, meinst du? Ja, also das reinkommen. Du musst gucken, dass du hier nicht hier reingehen, ja, nicht hier reingehen weiß, in den Airstream, ne? Sonst hast du nämlich verkackt. Ja. So, Leute, und jetzt wird es nämlich interessant. Und zwar kann man mit diesem Baller jetzt hier ganz einfach in diesen Airstream rein. Das wisst ihr wahrscheinlich bereits. Aber wenn man immer wieder auf den Boden grappelt. Tobi, versuch's mal. Okay, immer wieder runter. Immer wieder runter. Ah, nee. Warte, da ist es fast, da ist es fast. Ja, ich hab's. Okay. Ich hab's. Ich flieg Lol, wie hoch bist du oben? Gute. Okay, bei mir backst du. Digga. Hä? Alter, es ist so laut, ne? Ich höre gar nichts mehr. Kleiner Funfact, man kann auf Mittelbuchshöhe damit kommen, ne? Aber ich höre gar nichts. Okay, ich hab's nicht geschafft. Warte. Ich steig aus. An dem ersten. Hast du dich die ganze Zeit festgehalten? Unten oder was hast du gemacht? Auf einmal, ich bin unten wieder gespawnt. Einfach immer nach unten grappeln. Nein! Also wie drüber nach unten grappeln. Okay, warte. Ja, ja. Kein Stress, Digga. Du hast Zeit, Alter. Aber hast du immer wieder neu gegrappelt? Ja, immer wieder neu. Und ich war kurz vorm Abreißen. Oh mein Gott! Es ist so Alter! Laut, ne? Okay, oh mein Gott, wie hoch fliege ich? Oh mein Gott! Was? Du magst bei mir auch, Digga. Oh mein Gott, okay. Und ich teleportiere mich. LOL!
Auf welcher Höhe bin ich? Wow. Wo kommst du denn her? Okay, nochmal, Leute. Ich würde sagen, jetzt mache ich das mal so hoch, wie es noch... Nein, nicht in den Airstream rein. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Okay, jetzt mache ich das mal so hoch, wie es geht, Leute. Und dann müssen wir uns oben mit dem Border tatsächlich teleportieren, Tobi. Das heißt, wir machen da mit dem Border einmal einen Boost, okay? Aha. Und dann sind wir komplett weit oben. Also wir müssen so hoch, wie es geht. Dann booste mit dem Border einmal nach vorne. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Kannst du meinen Border hier rausholen irgendwie? Kannst du dich da festhaken? Ich krieg den hier nicht mehr raus. Ich glaube, bei mir hat schon funktioniert. Oh mein Gott, es hat direkt funktioniert. Oh, okay, Leute. Ich fliege ganz nach oben. Ich bin im Roller. Oh, okay, 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 okay. Wir fliegen so weit, wie es geht. Und rappeln. Oh! Ich hab's geschafft. Digga, oh mein Gott. Wie hoch kommt man denn bitte, Alter? Lol, Digga. Okay. Das ist crazy, Digga. Das ist ja mal komplett broken, Alter. Aber es geht easy eigentlich, ne? Also es ist nicht... Ich glaube, jetzt hab ich's. Das siehst du, bist damit okay. Fast unverwundbar. Okay, 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 Leute. Warte. Wenn ich jetzt rausspringe, werde ich wahrscheinlich genockt, oder? Okay. Höher. Ich muss gucken, dass die Barriere mich nicht tötet. Digga, das ist so laut, du backst hier. Und so raus. Oh mein Gott, wie hoch bin ich? Tobi, ich werde genockt, du musst dich aufheben. Warte, ich komm wieder in den Airstream rein. Oh, komm. Oh mein Gott. Was? Okay, Tobi, wir brauchen unbedingt. Wir brauchen unbedingt Redeploys, Digga. Ich hol kurz meinen Baller zurück, Digga. Wenn wir jetzt noch Redeploys haben, Leute, dann können wir wirklich auf Höhe des Battlebusses wieder fliegen. Und das ist krank. Gott. Okay, Tobi, unten sind Gegner. Lass die mal ganz kurz holen, die zwei Lappen. Alter Schwede, hier unten direkt bei mir. Leute. Boah, er kommt zu mir hoch. Der ist oben. Oben. Ganz oben. Tobi, hast du. Das hast du. Nein, er ist Ninja, sein Vater. Er hat meinen Loot genommen. Denkt mal, ich hab da eine R liegen gehabt. Oh, Legende, Alter. Legende, Junge. Okay, Leute, wenn wir jetzt Redeploys haben, dann können wir über die komplette Map mit Redeploys fliegen und wirklich unendlich lange fliegen. Ihr habt gerade gesehen, wie weit hoch ich bin, Leute. Oh mein Gott, das ist geisteskrank. Das ist so ein Gamebreak. Aber stell dir mal vor, wie du damit auf Platzierung spielen könntest, theoretisch, ne? Also das ist ja geisteskrank. Es gibt so viele Luftschiffe, die Luftschiff machen. Klar, werden die irgendwann deaktiviert, so. Oh, ein Automatengold. Oh, nice. Scar kann ich mir gleich holen, dann habe ich wenigstens eine Waffe. Bitte. Nice, Leute, auf geht's, Mann. Oh mein Gott, das ist echt crazy, Digga. Das ist wirklich crazy. Okay, Ehren-Tobi, kannst du mir ein bisschen Munition droppen? Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal, ob wir noch irgendwo hier Redeploys oder so finden. Guck mal, unsere zwei Kisten, Tobi. Vielleicht haben wir direkt Glück und finden Redeploys. Oh mein Gott, Alter. Okay. Einmal noch Stormbreaker, stark. Lass mir in die Mitte reingehen. Komm, wir gucken mal hier. Oh mein Gott. Ob wir irgendwo Redeploy finden. Wir haben Glück mit der Zone sogar. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch wirklich Redeploys, Digga. Weil damit, Tobi, damit ist ja wirklich komplett broken. Also dann ist ja das Game wirklich kaputt. Du kannst komplett über. Das ist Battlebus, du kannst über die komplette Map starten. Ja, eben. Und du fliegst die komplette Map. Das ist wie dieses Launchpad, was wir früher hatten. Dieses Launchpad, was wir früher gebaut haben. Mit diesem wunderschönen. Mit dem Bouncer. Und, oh, wir haben Launch, die sehr gut. Da können wir damit den einen Baller holen. Was? Komm, gib mir Redeploys. Hier ist noch ein Baller bei mir. Oh mein Gott, GG's. Okay. Nice. Wenn wir das jetzt direkt in der ersten Runde schaffen, Leute, wahrscheinlich genau jetzt rausgepatcht worden wegen dem. Wenn ich jetzt Auge des Sturms nehme, ne? Also ja. Sturmdreher meine ich, was passiert dann? Dann kommt hier ein Sturm hin, wir kriegen massiven Schaden. Hört sich ja echt nach einer Menge Spaß an irgendwie. Ja, absolut geil, oder? Ich schau mal, der hat dein Baller geklaut, deiner. Was? Nein. Komm mal her. Die haben safe Redeploy, Digga. Die sind alle übel low. Oh, warte mal, wie weit geht das? Hab ihn hingegeben. Digga, es kann nicht so schwer sein, 3D-Ploys zu finden. Ja, er muss hier irgendwo sein, Digga, muss hier irgendwo sein. Achso, da warst du noch nicht. Wieder ein Jump-Pad immerhin. Okay. Digga, wir haben den Boss-Loot des Todes, Alter. Digga, warum? Wir wollen die Runde gar nicht gewinnen. Es leben nur noch 14 Leute. A few moments later. Knocked. Nice. Beide down. Hab ihn. Lol, oh mein Gott, Digga. Nice round einfach. Okay, richtig Digga. Wack. Richtig wack, dass wir da noch einen Win kassiert haben. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Win steckt auf jeden Fall schon mal in der Tasche. Ich würde sagen, jetzt geht's darum, den Trick mit dem Baller mal auszuprobieren. Auf geht's. So, Leute, wir landen wieder hier oben im Plaisante Park und hoffen, dass wir diesmal noch wirklich irgendwoher tatsächlich gottverdammten Loot bekommen. Und zwar brauchen wir nur eine Sache, nämlich Redeploys, meine Freunde. Einen Baller habe ich safe. Eventually. Die hat einen Redeploy. Ja, okay, let's go, Alter. Auf geht's. Ist meiner noch da? Ja, Mann, meiner. Hier, ich hab ihn. Okay. Okay, auf geht's. Ich komm mit. Oh mein Gott. Ah, hab ich okay, schon. Let's go. Jetzt muss ich sterben auf dem Weg. Aber sterben kennen wir gar nicht, ne? Doch, also ich war eben genockt. Man kann Redeploys leider nicht teilen. Das ist das Blöde. Das ist genau wie bei den Ghost Nades. Okay, Tobi, bitte lass es funktionieren. Bin so gespannt. Versuch doch mal so weit weg zu fliegen, wie es geht, okay? Nach Lucky Landing oder so. Oder okay, versuch einfach in der Luft zu gleiten. Ich glaube, ich hab schon. Okay, Tobi. Oh Gott, ich hör's. Okay, über mir, unter mir ist ein Spieler. Oh mein Gott, warte, soll ich rausspringen? Noch nicht? Okay, 3, 2, 1 und Zündung! Hast du geschafft? Oh mein Gott, Alter, wie hoch bin ich? Leute, das ist höher als Battlebus, ich schwör's, dein Vater, Junge. Höher als Battlebus. Das ist höher als Battlebus, dein Vater, Junge, ich schwör's euch. Nee, Leute, die sind bei mir. Oh mein Gott.
Oh Gott, ich bin so gut wie dead. Warte, ich komm zu dir, Ich brauche nur ein bisschen, Tobi. Halt durch. Sebastian Vettel, Digga. Halt durch. Oh mein, Leute, habt ihr, ich glaube, ich hätte noch höher gekonnt. Also, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, meine Freunde. Tendenziell funktioniert das. Ja, ich brauche richtig lange, bis ich unten bin, Digga. Tobi. Digga, ich bin gerade so geil versteckt. Wusste gar nicht, dass es so geil ist. Die können gar nicht erwarten, dass ich da hinkomme. Ist dein Baller noch da? Warte, ich bin jetzt gleich bei dir jeden Moment. Nein, ich bin knocked, Digga. Einer ultra low. Real Talk? Schade, Digga. Ja, schade. Andere war's. Hinter dir, der ist low ein bisschen. Oder der hat sich nur geheilt, aber. Nice, Digga, nice. Legendenstatus, Digga. Nochmal Redeploys. Jetzt kannst du wirklich so einen Try machen, Digga. Okay. Noch einer. Nein, ich hab. Nein, Digga. Ich hatte keinen Schuss mehr. Oh, schade. Okay, Mann. Leute. Also, ihr habt auf jeden Fall gesehen, es funktioniert theoretisch. Wenn man es versucht, kann man, wie gesagt, damit komplett oben fliegen, wenn ihr Redeploy und den Ball habt. Ihr habt gesehen, ich hatte noch ein kleines Stück höher gekonnt, aber es klappt ja. Leute, maximal geiler Trick. Vielleicht sehen wir den am Wochenende im Pro AM. Ich weiß noch nicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Tobi vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.